What do you got? What do you got? I heard you're interested in taking care of some lost travelers for a price. And so it is. And so it is. Leave the body. Take the gold. Come on. Move. Move. Ach ja, Menschenhandel. Ist ja wieder eine schöne Sache. Besonders für 1000 Dollar. Das ist ein bisschen gruselig. Was machen die denn dann da genau? Kann ich da irgendwie infiltrieren? So. Sehe mich mir mal um. Das ist echt so eine kleine Siedlung hier. Achso, okay. Der ist nur nackt. Kein Problem. Raffi läuft erstmal hin. Der ist auch nackt. Scheiße. Das ist echt gruselig. Was sind denn das für Leute hier? Was mache ich denn hier überhaupt? Ja, der lässt sein Ding baumeln. Geht auch. Da hinten ist auch noch einer. Die scheint es ja per se nicht zu stören, dass ich hier bin. Noch. Ah, Gott, ey. Was sind das für Falten? Lift dich mal, Junge. So. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lange auf diese Leute... Ah. Ist ja anscheinend kein Nudistencamp hier. Ich glaube, die werden langsam etwas verdächtig, dass ich hier rumlaufe. Ich finde das irgendwie cool gerade. Ich sehe mich hier nur um. Das ist so merkwürdig hier. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es sowas echt gibt. So ein paar Leute, die so ein bisschen abgeschottet wohnen und merkwürdige Dinge treiben. Ja. Unten ohne. Geht auch. Na, es geht ab, Kollege. Aber sonst kann ich hier anscheinend auch nicht wirklich was machen. Das ist echt richtig strange. Jagen kann ich da? Okay. Minutemen. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß, wir haben jetzt ziemlich viel Zeit verbraucht, während wir hier rumlaufen. Na, der hat wenigstens eine Unterhose an. Was machen die denn mit den Leuten, die sie kriegen? Also, wir können öfter Leute aufschnappen und die dann hierher bringen. Müssen wir nicht, wir können die hierher bringen. Wir haben mal vor zig Folgen, haben wir mal so ein junges Paar, so ein betrunkenes, abgeholt. Die hätten wir auch hierher bringen können. Ich kann die natürlich jetzt auch alle umnieten hier, aber ob das jetzt nötig ist, weiß ich nicht. Na, Kollege. Ah. Back off, wacko. Sagt der gerade keine Hose anhat. Place has gone to shit. Gut, ich würde sagen, wir verziehen uns mal. Das wird mir langsam ein bisschen unheimlich hier. Sogar für Trevors Verhältnisse etwas merkwürdig. Eventuell, ich bin mir da nicht sicher. So. Okay, ich hau mal ab. Das wäre mir echt nicht geheuer. So.
Dann fahren wir hier mal ganz nonchalant nach unten. Zu dieser anderen Mission. Oh Gott. Ah. Direkt auf der Straße gelandet. Nicht übel, ne? Was ist das denn? Ah, ein Jaguar. Stimmt, die gibt's ja auch noch, ne? Und Hasen gibt's, glaube ich, auch. Hier gibt es so viele Tiere. Das ist mega geil. Einfach ein fucking Jaguar. Also müsste ja ein Jaguar sein, die Viecher. So, ab durch den Tunnel. Ich würde mal gerne wissen, wie viel km/h wir gerade drauf haben. Zu schnell, zu schnell, zu schnell! Das war zu viel. Wie komme ich denn jetzt am besten wieder nach oben? Können wir gerade hinlaufen. Heilige Scheiße, ey. Was ist denn los hier? Okay, laufen wir mal hier lang. Keine Ahnung, was das da vorne ist. Diese Mission. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja, nee, ich sehe nichts jetzt. Na, jetzt. Hallo. Ach, na also. So. Ach ja. Look at that. Yeah, put him up. Oh, it's you. What are you idiots up to, huh? Мы здесь защищаем честь Америки. Это предназначено судьбою. Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей. Fella can't speak two words of English, but he knows this is the best country. Jesus. Hey. Hey, what's that? Illegals. Ruining the place. Come on. Come on, let's go. Let's go. Get in. Get in. Rachen. Die beiden Vögel wieder. Verhafte den Verdächtigen. You still got that stun gun? Oh, good man. Always prepared. Oh, oh, the depth old troll for 500 bucks. Hey, Civil Border Patrol, keep your hands where I can see them. This is a citizen's arrest. Not you lunatics again. You could have killed me. Get it up. Ich schüttel gerade meinen Kopf. Was ihr natürlich nicht sehen könnt, aber ich schüttel ihn. Naja, war jetzt nicht mein Fehler. Das ist schon mal gut zu wissen. You still got that stun gun? Oh, good man. Always prepared. Oh, oh, the depth's all troll. Ach, verdammte Scheiße nochmal. Jetzt habe ich nicht gerammt. You two are completely loco. If you'll forgive my use of Spanish, you do know what that means, right? You spout all this hippie nonsense, but I know you're a patriot, Trevor. I can just tell by looking at you. We had our eye on this fella for a while. Illegal farming, bartering of goods, deep into a shadow economy. Okay, get me a cloak so I can incapacitate him humanely. Die sind komplett mit Schugge. Hey, Civil Border Patrol, keep your hands where I can see them. This is a citizen's arrest. Not you lunatics again. You could have killed me. Get in a vehicle now, sir. Двигай, двигай. Okay, okay. Na also, so geht das noch ab in einem guten Land, Amerika. Trevor rettet den Tag. Achso.
good work, boys. Zur Zementfabrik. We got reports of more illegals working over there. Where are you taking me? This is a kidnapping. This is time for you to go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have my papers right here. Oh yeah? Well, let me see that. Okay. You won't get away with this. I report you. You want to report me? Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as I've ever been about anything. Jesus, you're a real fuckwit. How'd you get your hands on this patrol car? I'm a proud park ranger, my friend, a trained security professional enjoying his time off. Die beiden sind definitiv keine offiziellen Angestellten. Achso. Natürlich. Natürlich. Alles sind die. Die sind alles. Die kochen auch Meth. Do they report that income? No, sir. Die schnappen sich kleine Kinder auf dem Spielplatz, schnappen die sich. Ekelhaft. I pay my taxes. Yeah, well, you tell it to the extradition panel, buddy. Oh Mann. Keep your focus, Trevor. Ja, super. For the love of God, Trevor, put your foot down. Ich bin schon dabei. Come on, hit the gas. Ich drück aufs Gas. Oh, um Gottes Willen nochmal. Ist natürlich die Frage, ob die irgendwann mal absteigen oder ob wir die erstmal runterrammen müssen. Diese ekelhaften Verbrecher. Und? Один нелегал на земле. We'll come back for him. Don't let the other one get away. Civil Border Patrol, run and I'll put you down again. You understand me? Okay, okay. Let's go, buddy. You're coming with us. Yeah, yeah, underlay, underlay. Come on, move. In the vehicle now. Abschaum. Move or I will zap you again. I'm getting in, okay? Crazy assholes. Oh. So. Komm schon, beweg dich, Junge. Are you out of your freaking mind? So, der andere noch. Hey, das ist ein Hase. Trevor, get back here. Ты арестован за преступление против демократии. Ah ja, schön. What? Go car, go now. Okay, Jesus. Двигай, или я тебя заставлю двигаться. Go, go, fucker, go. Take it easy, I'm going, I'm going. Well, good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Okay. So I just get left here? We made Uncle Sam proud today. Der Typ ist echt einzigartig. So. Ups. Wow. Okay. Ein amerikanischer Gruß. Das hätten wir geschafft. Ich steig mal auf das Bike hier. So, und jetzt muss ich mal gucken. Nigel.
Soll ich nochmal gucken? Hier hätten wir nochmal Fremde und Freaks. Sonst noch irgendwo? Ich glaube nicht. Doch, da hinten nochmal. Oder soll ich jetzt mal wieder ein Hauptmission? Ich wechsle mal auf Franklin rüber. So. So. Einmal rüber wechseln. Willkommen bei Franklin. Nicht schlecht. So, folgendermaßen. Ja, machen wir mit ihm auch nochmal Fremde und Freaks. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Nigel wäre hier noch von Trevor. Hier unten ist auch wieder Trevor. Das ist dann, glaube ich, auch die nächste Hauptmission. Ich glaube schon. Boah, geil. So, Fernseher können wir noch einschalten. Was hat der denn hier für Magazine liegen? Aha, der Film Buff. Ja, ja, den kenne ich. Die Sau. Ach ja, was hat er denn hier für Fotos stehen? Das ist auch interessant. Das ist die Frage, also seine Tante wahrscheinlich. Seine Mutter oder Schwester oder sonstiges? Ich weiß es gar nicht genau, wer da sonst noch drauf ist. Ich verlasse mal den Raum. So. Geil. Schallplattenspieler. Natürlich, Dominos. Aber der hat schon eine coole Wohnung, muss man sagen. Hier noch ein Foto. Also dasselbe. Beziehungsweise das gleiche. Und Platten hat er hier auch noch. Ah, Moment, ich habe da gerade was gesehen. Entschuldigt, dass ich mir so viel Zeit lasse. OG Lock. Den kenne ich noch aus GTA San Andreas. OG Lock, sehr geil. Kill the Sack. Ah, voll unscharf. Shot on the spot. OG Lock ist noch aus GTA San Andreas. Der hat da Musik gemacht. Sehr geil. Ich mag diese ganzen kleinen Anspielungen. Es sind sehr, sehr... Es sind wenige, also bisher, aber ich glaube, es sind sehr viele verstreute. Also es sind immer solche kleinen Anspielungen, die quasi verstreut sind. Aber ich mag das. Ich mag diese Anspielungen. Die finde ich sehr cool. Einen Haufen habe ich auch bestimmt schon übersehen. Ich sehe da natürlich nicht alles. Im Endeffekt guckt ihr ja auch nur zu. Nur in Anführungszeichen bin ich natürlich dankbar für. Aber ich muss ja gleichzeitig noch spielen und mich aufs Sprechen konzentrieren. Und von daher übersehe ich natürlich dann auch immer irgendwelche Kleinigkeiten. Oder ich stelle mich dann auch manchmal blöd an. Aber wie gesagt, ich muss mich schon noch auf andere Sachen konzentrieren. Und generell auch immer, dass die Aufnahme noch läuft und alles. Das sind solche Kleinigkeiten, auf die ich immer nebenbei achten muss. Von daher kann es auch mal sein, dass ich manchmal ein bisschen missbaue oder ein bisschen abgelenkt wirke. Weil ich mich eben auf mehrere Sachen konzentrieren muss. Okay, ja gut, 800 Meter. Der Wagen hier, den wir haben, ist auch echt gut. Hat zwar wieder ein paar Kratzer, aber wow. Ja, diese, den müssen wir auch mal aufwerten gehen. Wir können ja die Wagen alle noch verbessern. Genug Geld haben wir ja. Mann, nee, Mann, nee, Mann, nee. Wow. Immer ruhig bleiben. 400 Meter. Huh. Das ist doch schon wieder bei dem Observatorium. Ja, nicht ganz. Ich glaube, das ist irgendwo da oben. Hello, boy. What's that?
You said a man is stuck in a tree. And he needs my help? Part of you would rather leave him here because he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. Franklin, der Hundeflüsterer. Ist das ein Labrador? Folge dem Hund. Der sieht echt cool aus. Ach ja, ich verlieb mich immer wieder in das Spiel. Ja. Du sprichst auch mit Hunden, mein Freund. Aber ist irgendwie süß. Versuch's. But morality is a human construct and you are not hardwired to think that way? I can't believe I'm getting smart talked by a fucking dog. Say what? Wait, you talking about my kind of bitches or yours? This shit is getting weird now, man. Ja, weil Bitch ist ja Englisch für Hündin, ne? Deswegen. Das ist echt geil. Also die Leute, die diese ganzen Dialoge geschrieben haben, Props an die. Kudos an die. Tatsache. Willst du mich verarschen? Der ist echt in einem Hubschrauber hier gelandet. Hey, Bro! You mind giving me a hand here? Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello! When you got a moment. Here you go.